Ich behaupte jetzt mal, jeder Journalist und jede Journalistin hat schon mal mit dem Gedanken gespielt und jeder Freie sowieso, ein eigenes Buch schreiben und dabei richtig absahnen. Endlich mal so viel schreiben, wie man will und endlich mal genau das schreiben, was man will. Ein freier Journalist, der genau das gemacht hat, nämlich ein eigenes Buch schreiben, ist der Benjamin von Wiel. Er hat mit dem Heimatroman «Land ganz nah» sein erstes Buch geschrieben. In diesem Roman eskaliert der Stadt-Land-Konflikt komplett. Es gibt einen Anschlag auf Asylsuchende und mitten in diesem Chaos junge Journalisten, junge Journalistin, was sich finden und wieder verlieren. Und absolut lesenswertes Buch. Und der Benjamin von Wiel, da frage ich jetzt, wie cool dass es wirklich ist, ein eigenes Buch zu schreiben und auch, wie krass dass man absahnen kann finanziell. Ja, Benjamin, erzähl mal von der Idee bis zum fix fertigen Buch, das du da hängst, wie lange ist der Prozess gegangen? Also irgendwie so ein bisschen angefangen, das Buch zu schreiben, habe ich so um Weihnachten 2014, dann so richtig intensiv, so im ersten Semester 2016. In der Nacht und so, in Zwischen- und blauen Stunden, immer wenn man zu viel Energie hat. Und hast du da einfach mal ins Blaue rausgeschrieben oder hast du schon einen Verlag und einen Vertrag und alles in der Tasche gehabt? Ja, also den Verlagsvertrag, den habe ich eigentlich unterschrieben, schlussendlich, nachdem schon die Vorschau vom Verlag draussen gesehen ist. Also dann, wo quasi der öffentliche Druck da war, dass es dort tatsächlich muss kommen. Und den Verleger habe ich aber schon vorher gekannt. Aber es ist wie so, wie darfst du mal einen Pitch bringen. Also es ist sehr offen, ob dort tatsächlich Interesse besteht. Das Schreiben für ein Buchprojekt gegenüber dem Schreiben für einen journalistischen Text, was ist der schönste Vorteil eben beim Schreiben für ein Buch? Also ich finde es viel schöner, Artikel zu schreiben. Okay, warum? Weil es hat, man kann sich so voll reinstürzen für einen begrenzten Zeitrahmen und bei einem Buch ist es halt einfach endlos und ich habe halt noch einen Roman geschrieben, dann gibt es ja nicht wie einen pragmatischen Grund. Es gibt nicht die Realität, wo man sich einfach daran orientieren kann. Also ich finde es relativ anstrengend gefunden. Aber bin froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt über dein Buch wird sehr viel geschrieben, es wird sehr viel geredet über dein Buch. Wie reich bist du jetzt dank «Land ganz nah»? In manchen Wochen als freier Journalist verdiene ich mehr als mit dem Buch bisher. Allein durch Buchverkäufe habe ich in den ersten zwei Monaten, August bis Oktober, mal etwa 900 Franken verdient. Pro Buch, das verkauft wird, bekommst du selber wie viel? Oder? Im Moment 2 Franken. Wenn es dann über eine Schwelle ist, sind es irgendwie 2,50 Franken oder so. Okay. Das Geld ist ja das eine, aber es gibt ganz viele andere Sachen. Wie hast du sonst profitieren können, dass du ein Buch geschrieben hast? Ich habe ja ein Buch geschrieben, das, auch wenn es fiktiv ist und auch wenn es total absurd ist, sich viel mit Schweizer Geschichte und Identität und so auseinandersetzt. Und in diesen Themen werde ich von gewissen Redaktorinnen und Redaktoren ernster genommen als vorher. Und was halt aber auch einfach ist, eben, man hat mal an so einem langen Text geschafft, bis er irgendwie publikationswürdig ist. Das ändert irgendwie auch den Blick, wenn man an 3.000 bis 15.000 Zeichen Texte schaffen ist. Und das zweite Buch, ist das schon in Planung? Eigentlich eben, bin ich jetzt sehr glücklich, gerade kein zu schreiben, aber ich habe auch angefangen. Trotzdem, okay, spannend. Ja, da dürfen wir gespannt bleiben. Merci vielmals für den spannenden Einblick. Ich wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit. Merci dir auch, Matthias. Okay, so erträglich, wie man das als Laie vielleicht könnte meinen, ist das Buchbusiness gleich nicht. Wie viel das ich verdient habe im letzten Monat? Jetzt. Logic. Im Dezember habe ich verdient 3.570 Franken. Das Ziel von 5'000 brutto pro Monat deutlich verpasst. Aber jetzt können wir mal schauen, wie viel ich im ersten Jahr als freischaffender Journalist unter dem Strich verdient habe. Ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, 5'000 Franken pro Monat brutto einzunehmen. Also 5x12. Dann habe ich gesagt, einen Monat wollte ich Ferien machen. Das heisst, 4 Wochen, wo ich nichts verdienen muss. Also im Ganzen 55'000 sollen brutto reinkommen. Im ersten Jahr als Selbstständiger habe ich verdient 57'775
38 Franken. Das in einem 70% Pensum. Das Ziel also super erreicht, aber der Hinweis immer wichtig hier, von diesem Geld kommt noch ein grosser Teil weg, nämlich Sozialleistungen. Ich muss selber AHV zahlen, und zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmerteil. Ich muss selber Pensionskasse zahlen. Von diesem Geld finanziere ich mir auch noch eine Krankentaggeldversicherung. Es ist also nicht alles direkt als Lohn auf mein Konto geflossen. Aber gleich, man kann sagen, für das erste Jahr, ich bin absolut zufrieden. Und für das im zweiten Jahr mindestens so gut weitergeht, habe ich mir einen einzigen wichtigen Vorsatz genommen. Kein Buch schreiben.